Ja, der hat uns hier einfach rausgeschmissen. Und ja, ja, da ist ein Weg, da kann man hinterlaufen. Und jetzt sind wir hier oben rausgekommen. Sieht ja schon geil aus. Und da steht einer. Das ist also nun der Pazifik. Also da, auf der Seite bin ich jetzt auch das erste Mal. Schon schon. Badensee. Aber ich gucke jetzt mal, wo die anderen hinlaufen. So, nun haben wir den Pfad gefunden. Der ging hier runter. An den Aloe Veren entlang, oder was es hier für ähnliche sind. Ja. Genial, oder? Kommt man hier in den leeren Strand. San Januelo. Ja, steinig. Ja, die Küste in Costa Rica. Draußen hat es noch einen Riff. Knallen die Wellen dagegen. Das ist so eine Art Bucht hier. Es saugt sich richtig rein und dann fühlt sich's wieder. Ist ja ein abartiges Ding hier. Voll und dann. Boah. Es ist so eine Surfing-Ecke. Aber gefährlich. Das ist noch die andere Seite hinter dem großen Fels. Also hier geht es wahrscheinlich immer weiter so bis nach Samara. Voll flach. Im Meer sehr steinig. Ein paar Stellen mit Sand. Man muss halt aufpassen, ist okay. Und jetzt kommt, man merkt, der Abendwind. Deshalb gibt es ja auch Surfgebiete. Man sieht, die Wellen ziehen ein und dann drücken sie. Also optimal. Thank you.
Ja, hier im Pazifik, an der Steinküste, gucke ich hier gerade ein bisschen. Nichts Besonderes, nur einen blauen Fisch gefunden. Die Qualität sei wohl gut vom Wasser. Auf der anderen Seite ist ja Japan. Aber ja, ist ja viel Wasser dazwischen. Krebse gibt es hier irgendwie nicht so. Aber jede Gegend ist anders. Vielleicht ist es hier so. Oh, jetzt windet es. Das hier ist die offizielle Strandseite. Letztes Mal waren wir ja, ja in der inoffiziellen. Da gehe ich jetzt wahrscheinlich auch noch rüber.